Hi, ich grüße euch total und recht herzlich im Jahre 2018. Meine lieben Freunde, Norddeich TV war da, Theater war da. Natürlich, wie gesagt, beruflich, deswegen sieht man die jetzt hier nicht. Ich kann euch nur sagen, Norddeich TV sucht gerade schwangere Frauen. Zuerst habe ich gesagt, wie, sehe ich so aus? War Spaß, ist klar. Also die suchen schwangere Frauen oder Frauen, die auch vor der Kamera etc. oder auch schon entbunden haben. Denn es geht um das Thema Hebamme. Die Hebammen ab 01.01.2018, wie ihr wisst, sind ja einige Gesetze ins Land gerufen worden, auch bei Hebammen. Die müssen sich hochgradig versichern, dürfen nur noch zwei betreuen. Die dritte muss warten, wenn gleichzeitig drei Frauen eintreffen würden. Ja, und darüber wollen die natürlich Filme machen. So, Norddeich TV. Norddeich TV ist natürlich RTL wie Ninja Warrior Germany. Was haben die denn noch hier? Schauen wir mal. Goodbye Deutschland, die Auswanderer macht Norddeich. 80 Smash-Hits bei denen. Was haben die denn noch da? Der Blaulicht-Report, da sind wir mal wieder. Ihr wisst ja, die junge Dame vom Blaulicht-Report saß ja mal hier. Komparsen.de und Filmpool und das alles. Betrugsfälle. Läuft bei denen auch und die Trovatos Detektiv decken auf. Ja, Trovatos, ne, decken auf. Also, wie gesagt, das ist Norddeich TV, die hier waren durch Zufall. Natürlich kamen die nicht wegen mir, sondern wir sind ja für alle da, wisst ihr ja. Wir sind das Medien- und Copyhaus und haben unsere eigenen Studios, produzieren ja auch eigene Sachen unter Ultra HD Web TV, Sammelfiguren TV oder Sondersender NRW TV. Jetzt muss ich wieder unterbrechen. Grüße, hallo. So, wie das ist, hatte gerade wieder wahnsinnig Auftrag, deswegen muss ich unterbrechen. Wie gesagt, Norddeich TV / RTL war da, suchen schwangere Frauen oder Frauen, die gerade schwanger sind oder halt gerade entbunden haben, wo das Kind gerade frisch und ich muss wieder unterbrechen. Jawohl! Hallo! So. Ich will hoffen, dass ich noch ein paar Minuten hier drehen kann. Wie gesagt, persönlich brauche ich sowas nicht. Ich sehe kein Fernsehen. Ich bin noch nicht auf der Fernsehschiene. Wir machen ja selber Fernsehen. Wir machen ja auch Sachen. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, wenn die selber drehen, wir machen das auf der Timeline. Während die hier sind, machen wir das fertig. Schnitt, zack, fertig auf dem Stick oder DVD oder schicken das per E-Mail. Kein Thema, haben wir ja alles schon gemacht. Wir haben ja viele Fernsehproduktionen hier schon fertig gemacht oder mal eben so ein E-Casting fertig gemacht. Ganz schnell geschnitten. Der Kunde kann das dann innerhalb dann abholen, wenn alles auf der Timeline richtig angebracht ist. Also ich muss jetzt nicht stundenlang suchen nach einer Oma, die ich da rausfiltern soll, sondern Schnittminute in der 8. muss bis zur 9. raus. Nach der 9. zur halben Minute muss das, dies, jenes, also sind ja überall Timeline, laufen ja Minute 8, Minute 9. 9,5 und so weiter. Derjenige, welche, der sich auskennt, weiß jetzt, wovon ich gesprochen habe, von einer sogenannten Timeline. Timeline, da laufen Nummern. Und anhand dieser Nummern kann ich dann schneiden als Cutter, dann weiß ich, worum es geht. Manche schreiben ja nur auf, hier, sag ich mal, Kanon 14. Minute bis Kanon 16. Minute, dann ab 17. bis 19. Minute rausnehmen und so weiter. Dann wüsste ich jetzt Bescheid, aha, zwischen der 8. und 9. Minute, also Minute 8 und 9 soll raus, dann ist also Minute 8 und Minute 10, ja, die dann im Schnitt weiterlaufen. Ihr merkt das dann nicht, wenn geschnitten, ihr habt ja jetzt den krassen Schnitt gesehen, wenn ich eben abstelle, wenn, wie gesagt, Kunde rein, so, das ist ein Cut, ein Schnitt, ein harter, und den kann man dann weich machen, etc. und so pp. Man kann auch in den Schnitt was hineinpacken, um daraus einen Schnitt zu machen. Wie gesagt, das ist unser Job, Beruf, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass, wie gesagt, Norddeich da war, dann war das kleine Theater da. Die suchen, wie gesagt, schwangere Frauen für den Film, beziehungsweise für so einen Beitrag bei RTL. Ihr könnt euch auch selber bei Norddeich bewerben, ihr könnt auch eure Kulissen angeben und so weiter und so fort. Also ist alles da, alles machbar. Könnt ihr auch anrufen unter 02233516831. Könnt ihr dort anrufen, um, wenn ihr einen tollen Drehort habt, wo ihr sagt, ey Leute, das sieht so klasse aus, wenn ihr das gebrauchen könnt, hier stelle ich euch zur Verfügung. So, wir haben das ja hier auch alles zur Verfügung gestellt.
Viele waren ja schon im DC- und Star Wars-Bereich da, auch hinten im Green Room. Es war ja, wie gesagt, einer da mit einem wahnsinns-erstklassigen Laserschwert, aber 1.200 Euro brauchen wir nicht. Hier für eine laufende Kamera können wir uns mal eben für ein paar Sekunden ausleihen. Es da bieten, ihr kennt es ja, braucht man an sich auch nicht. Bei Facebook kann man ja hinein und bei Facebook kann man das abrufen, ob nur Laserschwerter und so weiter oder Star Wars Cosplay und so weiter und so fort. Wie gesagt, ja, wir hatten jetzt hier keine Schwangere. Ja, ich hatte jetzt auch leider keine Kundin da, die irgendwie eine Schwangere und so weiter. Ich habe jetzt auch keine Adresse von den beiden. Die waren an sich wegen Star Wars hier. Die hatten das im Schaufenster gesehen. Die hatten das vom Schaufenster aus gesehen und hatten dann gefragt. Und wie gesagt, ich habe denen dann natürlich nach München-Gladbach geschickt zum Filmfiguren. Theater bzw. Filmfigurenmuseum, die jetzt auch Galaxy heißen, der Thomas, weil er auch Figuren verkaufen wollte. Er hatte noch Vintage-Figuren, auch ausgepackte Figuren. Und sage ich dann lieber da, weil ich kaufe die jetzt nicht an, weil lose Figuren verkaufe ich nicht. Lose Figuren werden hier auch nicht gefragt. Daraufhin habe ich das natürlich dann abgelehnt. So, wie gesagt, Norddeich war da, TV, RTL und Theater. Heute war richtig wieder was los. Das neue Jahr fing an mit sehr viel Action. Wir haben ja selber gedreht, hattet ihr ja gesehen. Ne? Da haben wir den kleinen Finger hier total verbrannt gehabt. Gestern die Blase geöffnet. Das neue Fleisch kommt so langsam. Es zwickt und zwackt. Ist halt so. Habt ihr ja gesehen, der 10 Minuten. Also wenn ihr da jetzt hier seid, geht mal da, wo wir gedreht haben. Star Wars hier im Shop. Wo wir ja mit den Raketen gearbeitet haben. In der 10 Minuten passiert mir das. Da zünde ich den an. War der erste und dann habe ich die Finger. Hallöchen! Das kam jetzt gut. Das möchte ich auch gerne veröffentlichen für unsere Kunden, die mit Smartphone oder überhaupt mit einem Phone kommen. Ob nun, ist egal welches Phone. Nur einige Phones haben ja leider einen anderen Connector, also ein anderes Kabel. Bitte Kabel mitbringen, dann könnt ihr auch eure Sachen hier ausdrucken. Bei Samsung können wir helfen. Bei IBM, Apple können wir leider auch nicht helfen, da braucht ihr auch euer eigenes Kabel. Also jeder, der ein fremdes Handy hat, ein fremdes Smartphone, einer HC oder keine Ahnung, wie die alle heißen, also kein Samsung, dann geht das. Weil Samsung hat Apps, mit Apps können wir arbeiten. Wir haben auch Toshiba und haben auch Toshiba Apps. Aber wer das nicht hat, können wir dann leider nicht ausdrücken. Das war gerade, weil wir bieten das ja alles an. Also hier, ihr seid hier in einem sogenannten Smartphone. Ihr seid jetzt hier wirklich, hier könnt ihr WhatsAppen, Facebooken, YouTuben, aufnehmen, ablichten, überspielen, vervielfältigen, alles. Das ist das Medienhaus, das ist das Copyhaus, hier geht einfach alles, egal was, bis 4K, kein Thema. Der Preis fängt an um die 20, 15, 10 und 5 Cent in dem Bereich. Natürlich pro laufender Meter, pro Sekunde, bla bla bla. Ist klar, denn ganz umsonst geht nicht. So, ja, ich sehe hier gerade die neuen Sachen, die da, wie gesagt, auf dem Markt sind, die auch da benutzt werden. Noch einmal, wir schauen kein Fernsehen, ich persönlich auch nicht, bin kein Fernsehschauer. Ja, ich gehe in eine Mediathek, streame mir das, Netflix, YouTube und Amazon, ne? Wir sind Prime und wie gesagt, streamen das auf große Leinwände oder halt in einem Großraum-Flat. Und schauen uns das in Gemütlichkeit an. Gut, die Tonleistungen in den Stream-Bereichen sind nicht gerade gegeben, aber bei Netflix muss ich schon sagen, dass da auch manche Tonleisten sind, dass man merkt, aha, hier werden verschiedene Boxen angesteuert. Gibt es also bei gewissen Serien, die sind also auch akustisch gut gestreamt, kommen also wirklich gut rüber. Und wenn der Fernseher, so ein Flat, auch sehr gut ist, auch eine gute Akustik hat, kommt es manchmal auch richtig schön zum Tragen. Kann schon mal sein, dass am Anfang irgendwie, aus welchem Grund auch immer, beim Streamen keine HD-Qualität ist, sondern mehr SD-Qualität oder Raubkopie-Qualität auf Deutsch gesagt, wie diejenigen aus den 60er, 70er Jahren, die wissen, wovon ich rede, VHS-Qualität. Wie gesagt, es gibt da einige, wenn man auf HD ist oder 4K, es kommt wunderbar, es ist glasklar. Und es macht auch richtig Spaß, weil Originalfernsehen da macht auf eine Art keinen Spaß, da reinzugucken.
ZDF, ARD und so, den habe ich auch gesagt, danke, dass es Netflix gibt. Ich konnte also wunderbar Weihnachten erleben. Ja, also ich habe mir wirklich wunderschöne weihnachtliche Filme rausgesucht, die ich mir dann angesehen habe. Und Silvester war auch angenehm, da haben wir auch wunderbar gezaubert. Habt ihr ja auch gesehen bei den Dreharbeiten, wie wir dann hier weitergemacht haben. Wir haben wirklich da uns Star Wars ausgesucht. Ich fand es unheimlich super. Ich hatte auch vorhin noch Besuch von so Knirpse um die 10 Jahre, die dann, wie gesagt, nicht sehen dürfen, weil sie warten müssen, weil sie nicht 12 sind. Einige Mütter sind halt ernsthaft, sagen, ey, bist nicht 12, darfst du also nicht sehen und so weiter. Und wenn man die Kinder also richtig gut an die Filme heranbringt, kann das auch was werden. Ne? Also wir haben sehr viele Jugendliche hier ab 9, wie gesagt, die dürfen halt auch nicht vor die Kamera ohne Genehmigung. Einmal haben wir den Marcel das erlaubt, der hat ja dann auch gesprochen mit seinen, jetzt ist er auch um die 12 und er ist nun mal Star Wars Fan ohne Ende. Er kauft auch viel Star Wars und wir bemühen uns, dass er die ja natürlich auch etwas günstiger kriegt, weil der Vater, sage ich, ja, ist klar, er ist der Einzige, der hier gewisse Sachen dann etwas günstiger kriegt, ist klar, wegen dem Spielbeutel. Der Vater hat auch gesagt, er kriegt nichts zu Weihnachten von Star Wars. Ich weiß nicht, ob er was bekommen hat jetzt oder nicht. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, weil die Schule ist ja wichtiger. Die Schule läuft ja jetzt wieder, bevor die Knirpse hier mir dann was erzählen. Ne? Marcel, wenn du deinen Beitrag siehst, komm vorbei, du weißt Bescheid. Nix, ja, im Moment habe ich nichts Neues. Für 2 und 3 und 4 Euro habe ich leider auch nichts da. Ist ja unser treuester Zuschauer, der diese Videoclips sich anschaut. Wie gesagt, im Star Wars-Bereich. Und fand ich stark. Also viele haben ja keinen Plan von Star Wars, weil sie es halt, wie gesagt, nicht sehen oder nicht gesehen haben. Was ist das denn da? Dann sage ich, das ist ein Pork. Was ist ein Pork? Also manchmal kann man dann stundenlang über, ja, philosophieren über Star Wars. Weil wenn einer Star Wars nicht kennt, was ist dies, was ist jenes, was ist das? Auch vorhin noch philosophiert mit einigen, oh, Gott sei Dank, habe ich erst 2015 damit angefangen und ich kenne dieses Tradition nicht, will ich auch gar nicht. Ich mag, ne? Ray und so, ich gucke ja, dann haben sie halt 3A, also Rogue One gesehen, also 7, Rogue One, jetzt haben sie 8 gesehen. Also diese gibt es halt mittlerweile auch, die halt nur diese Sachen kennen. Viele sagen auch, Star Wars kann man auch so sehen, Episode für sich oder Film für sich, abgeschlossen irgendwie, weil geht ja irgendwie nicht wirklich weiter, sondern ist ja auf eine Art abgeschlossen, thematisch. Ne? Und Mark Hamill sagt ja auch, an sich war ja nach 6 für ihn das auch erledigt. Da haben ihre Medaillen bekommen, haben im großen Thronsaal da gestanden. Und okay, heute weiß man, dass Chewbacca keinen Orden bekommen hat, den hat er nachträglich bekommen, den Orden. Für die Leute, die im Kanon sitzen und schwitzen und sagen, ey, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Und wie gesagt, ist halt so. So, ich freue mich, also ich freute mich, dass heute, wie gesagt, Norddeich TV RTL aus Hürth da war und dass auch die Theaterleute wieder da waren und dass natürlich wieder volles Haus war. Seit 1.1. bzw. 2.1. ist wieder volles Haus und ich habe natürlich nicht so viel Zeit für Dreharbeiten, dass ich jetzt diesen hier fertig gemacht habe, ist auch in einer sogenannten fortgeschrittenen Uhrzeit. Bedanke mich nochmal recht herzlich von allen, die in dem Thema Star Wars hier begleiten. Über 1000 sind wir, also knappe 1000 sind wir bei Facebook. Viele wollen nicht, ich schaue mal, ob ich eine Website mache, aber ihr wisst doch, Star Wars eine Website machen, ich weiß nicht. Wir sind zwar eine riesen Truppe hier, die Dortmunder, die Duisburger, dann hier die aus Oberhausen, dann wie gesagt, wir hier, der Lukas Film Club, ich begrüße da gerade wieder jemanden, den Michael Frings. Der Michael Frings hat sich gerade bei uns zugesellt. Also wir werden auch kurz, wir stehen kurz vor 1000. Und ja genau, denn Donald Glover beruhigt Fans wegen Solo A Star Wars Story. Die Regiewechsel soll sehr gut gelaufen sein. Also Han Solo wird sicherlich in 3 Monaten oder in 4 Monaten auch sicherlich gut sein. Wie gesagt, soll ein Dreier-Kanon-Film werden, also 3-mal Han Solo soll erscheinen, lass uns überraschen. Ab 2020 wird sowieso alles neu bei Star Wars und bis dahin müssen wir warten. Ich werde jetzt einen Teufel tun, 2 Jahre irgendwas hier überbrücken und Videoclips machen, weil da gibt es nichts. Ja, ich meine, Disney denkt sich was aus, aber wie gesagt, wenn Han Solo jetzt gelaufen ist im Mai, ja, und dann müssen wir wieder ein Jahr warten und dann ist ja E9 da, wenn wir Glück haben, auch im Mai. Ja?
bis jetzt hat es ja noch nichts Böses gegeben über 9. J.J. Abrams macht 9, zieht 9 durch, wird 9 auf den Weg bringen. Ärger? Nö. Wie gesagt, ist eh alles da, auch mit den Würfeln. Ist gar, das ist an sich kein Kartenspiel, sondern ein elektronisches Kartenspiel. Ein elektronisches Kartenspiel braucht keine Würfel. Wer 8 gesehen hat, weiß, worum es gegangen ist mit den Würfeln. Der Falke soll bei Han Solo funkelnder neu sein. Hallöchen! Hallo! So, 9 Tage ist das Jahr alt und in den 9 Tagen war richtig was los. Wie gesagt, Fernsehen, Theater, Fernsehen, das ist ja alles hier normal. Dass hier einen besuchen kommen zwischendurch ist auch normal, dass einige Künstler hier sind, ist auch normal. Momentan ist hier halt noch ein bisschen Aufbruchstimmung, auch bei Facebook durch die neuen Gesetze und das alles. Star Wars, wie gesagt, ist ein bisschen gesenkt, ein bisschen ruhiger. Bei Han Solo, wie gesagt, der Film, lass uns überraschen, ich bin der Meinung, der wird. Im Moment redet man ja alles nur vom Falken. Grüße, hi. Hi. So, viele Wetten gewonnen. Wir haben nämlich viele Wetten gemacht, dass wir günstiger sind wie Drucker. Ne? Also hier, wer sich jetzt hier einen Drucker kauft, 54 Euro hört sich günstig an, aber wann druckt der mal? So, bei uns druckt er für 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent in 64 digital Bit-Tiefe. Hallo. Manchmal sehen die so klasse aus, dass man gar nicht unterscheiden kann, weil das jetzt echt, weil das die Kopie zum Beispiel so. Es lohnt sich nämlich kaum noch einen Drucker zu kaufen, weil die Tinten manchmal so teuer. Ich habe sehr viele Kunden hier gehabt, wo die Tinten eingetrocknet sind oder sich haben die Tinten nachfüllen lassen und die arbeiten nicht mehr. Ich hatte jetzt jemanden, der hatte, wie alt war das Gerät? 6 Monate alt, 6 Monate alten Tintenstrahldrucker und hat sich die Tinte nachfüllen lassen und das gute Gerät macht nicht mehr oder kommt merkwürdige Farben raus. Ist halt so, weil der Chip muss ja auch entchippt werden, der muss ja auf Null gesetzt werden, damit er weiß, aha, Patrone hat wieder einen gewissen Füllstand, sonst sagt der Chip, geht nicht. Und wenn der nicht richtig gechippt ist, wenn es zu überfüllt ist, etc. pp., dann hat man viel Geld ausgegeben für gar nichts, zum Beispiel. Ja, und dann durch die Internettechnik, die auf uns zugekommen ist, wir müssen ja überwiegend angemeldet sein für gewisse Produkte, sonst funktionieren die nicht. Und das sieht man ja, wenn man bei Aldi Talk ist, dann braucht man eine Website oder beziehungsweise E-Mail-Adresse. Hat man keine E-Mail-Adresse, kann man sich nicht anmelden. Dann muss man mit einem Mikrofon arbeiten, dann muss man mit einer Kamera arbeiten, mit einem Kopfhörer arbeiten, um sich anzumelden. Haben wir hier alles, das bieten wir ja alles. Und ihr seid ja hier mitten in einem Smartphone, das wisst ihr ja, ein lebendiges Smartphone. Ihr könnt die Bilder ausdrucken, ihr könnt eure Dossiers ausdrucken, könnt auch Papier etc. Alles, ihr könnt Aufzeichnungen, Überspielungen, Weitervervielfältigungen und so weiter und so fort im Rahmen des Gesetzes, ist ja klar. Na, alles, was nicht funktioniert, gehen die Geräte aus, ist klar, weil viele unten ja rum wollen immer Theatergeld. Auch Theatergeld, meine lieben Freunde, muss genehmigt werden. Man kann nicht einfach Theatergeld herstellen, nur weil man halt einen Spielfilm dreht, Tatort oder sonst was. Könnt ihr ruhig fragen, auch das muss genehmigt werden. Man kann hier nicht also tonnenweise Theatergeld drucken. Auch RTL weiß das. So, wie gesagt, viele Fernsehanstalten waren schon hier, auch der WDR, ZDF und so weiter. Ihr habt das ja alles vieles schon gesehen. Ich habe aber über vieles schon berichtet, weil ich über vieles berichten durfte. Im Moment ist es halt so, dass man nicht mit Disney genauso, man kann nicht Star Wars einfach die Namen nehmen, eine Han Solo Bar oder so, das geht alles nicht. Man muss das alles vorher anmelden. Man kann auch die Kulissen nicht einfach danach bauen, nur weil man Fan ist. Muss man auch genehmigt bekommen und so weiter und so fort. Alle nicht kommerziellen, die können machen, was sie wollen, weil es ja nicht kommerziell ist. Wir sind kommerziell, wir verdienen unser Geld damit, wir verkaufen die Figuren, wir kaufen aber keine an, wir besorgen Figuren. Ich warte, an sich sollte heute eine erscheinen, keine Ahnung, wo der da abgeblieben ist. 15 Minuten hat er noch Zeit, mir die Figur zu überreichen. Könnte ich mal an sich nachgucken. Ja, ne? Machen wir mal live hier. Amazon wollte heute mir eine Figur bringen und ich wette mit euch, dass derjenige nicht weiß, wo er hier klingeln soll. Na? Oder konnte die Figur mal wieder selber gebrauchen, den Späßchen hatten wir ja auch mal. Weil ja, mitten auf dem, also du kriegst eine Tasse geliefert, so wie sie ist und dann ein Etikett drauf, ist ja klar. Wenn da so eine tolle Tasse, die kommt nie an. Ja, also man vergisst die Verpackung. So, ich gehe mal eben hier rein.
Mal gucken, wo meine Bestellung bleibt, ob da wieder ein Rufzeichen da ist oder so. Bin gespannt, am 19.24. soll ja endlich die 3D-Brille aus London kommen, aus Southampton. Also wie gesagt, Sendung wird zugestellt, Lieferung verfolgen. Ja, hallo. Als Film-Fotoproduktion bin ich ja auch nicht so, ich bin ja Deutsch, merkt man an meiner Landessprache, bin an sich der deutschen Sache mächtig, aber bin nicht mächtig in dem, wie gesagt, im islamischen Bereich oder so. Da hat man mir auch erklärt, wie die Kopftücher sein müssen, welche Kopftücher, hat auch wieder was mit Religion zu tun. Also man lernt halt als Fotograf und als Filmemacher also auch dazu. Ich weiß nicht, wie weit ihr involviert seid im Bereich Foto- und Filmindustrie. Wie gesagt, wenn wir so Fotos herstellen für normale Passausweise und das alles, hätte ich nicht gedacht, dass das auch, wie gesagt, nach einem Zölibat irgendwie geht, dass die Religion da, die Kopftücher, gewisse Faltungen, Sitzungen, also angelegt, mehr Gesicht, weniger Gesicht. Das sind auch so Sachen, die als Fotograf wir früher gar nicht so in Betracht. Ist klar, wenn wir selber fotografieren, da machen wir ja die Regie, da denken wir uns das ja aus, da sagen wir ja, wie, wo, was gemacht oder gemacht wird oder gemacht werden soll. So, wenn ich Jesse sehe, hier bei Facebook oder so, wenn man die Models sieht, das sind Arbeiten, die wir selber uns ausdenken, auch die Fotoregie uns ausdenken, wie hätten wir das gern, wie machen wir das. Manche Sachen sind live, sind nicht mit Photoshop bearbeitet oder so, oder mit einem anderen Kunstprogramm bearbeitet. Ich arbeite auch sehr gerne im HDR-Bereich und jetzt bin ich auch beim Kern des Themas, Samsung. Samsung will nämlich jetzt das HDR10 anbieten. Die CES 2018 läuft gerade. Und da werden einige Sachen vorgestellt, neuartige Fernseher, die man runterrollen und wieder raufrollen kann. Also aufrollen und alles. Und die Beamer könnten sein, dass die irgendwie mal. Dann hat man die Mall gezeigt, 147 Zoll, das sind 3,70 Meter Diagonale, 3,70 Meter Diagonale als Fernseher zum Hinhängen im Smart, im OLED. LED, spezielles Verfahren ohne Hintergrundleuchten und so, ist trotzdem in der Farbe wunderbar. Wie gesagt, ich schaue auch gerade hier bei Amazon, also die Figur ist heute nicht zugestellt. Heute, Grüße! Ach klar, ich warte auf eine Zustellung. Amazon sagt, ich kriege eine Zustellung und ich kriege keine Zustellung. Typisch Amazon, ne? Ist klar. Ja. So, zum Schluss habe ich jetzt endlich ein paar Sekunden Zeit, mit euch über Star Wars nochmal zu philosophieren. Also Star Wars war 30 Jahre beruflich als PR-Arbeit tätig. Die letzten 10 Jahre, also seit 2015, seit 2012, wo wir Filmfiguren und Theater ins Leben gerufen, ist ja nun mal Star Wars verkauft gewesen und so weiter und so fort. 2015 wurde man nochmal angesprochen, hast nicht mal Lust und so weiter. Gut, 2015, 2016, das war genial. 2017 war nun mit diesem Eklat, aber egal. 1,8 Milliarden hat der Film auch eingespielt, also egal. Die Filme haben Milliarden eingespielt, von Profis gemacht, für Jugendliche und etc., für Fans, mit Kanon, ohne Kanon, Star Wars ist Star Wars. Ach, wir haben damit nicht persönlich auch nicht. So, die 40 Jahre sind rund, keine 40 Jahre mehr, wenn ich Glück habe, 10 Jahre, dann gibt es nochmal 50 Jahre Star Wars. Und es wird jetzt ganz wenig, weil überwiegend wird verkauft, nicht eingekauft. Viele wollen tauschen, beziehungsweise für teures Geld verkaufen. Sie sehen Star Wars nur noch als Geld- und Wertanlage. Und somit sind wir jetzt beim Thema Film. Wir bleiben beim Film. Wir sind Filmleute, wir sind Fotoproduktionen. Wir haben viel mit Film zu tun, uns macht Film Spaß, über Filme zu reden, im Film zu sein, auch in der Kulisse zu sein oder am Drehort zu sein, dort zu arbeiten, dort Spaß zu haben. Das ist das, was uns am meisten interessiert. Die Figuren, schön und gut, wie gesagt, die werden da jahrelang hängen wohl wieder. Wie gesagt, wir haben den Thorn für den Kunden besorgt, ne? General Thorn. Der hängt jetzt da und ist auch als Foto, hatte ich also im letzten Videoclip ja auch gezeigt. So, wir sind im Jahr 2018, 9 Tage alt. Das Jahr und gewisse Uhrzeit, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich hier in die Kamera sprechen, ohne dass ich unterbrechen muss. Heute war wirklich, wirklich sehr viel los. Ich freue mich also jetzt noch einmal,
dass Norddeich RTL aus Fürth hier war, die auf der Suche waren nach schwangeren Frauen, wegen der Geschichte der Hebamme, wegen den neuen Gesetzen. Wie gesagt, hier treffen sich sehr viele. Ihr seid auch weiterhin eingeladen, hier vorbeizukommen. Wir machen auch Sachen fertig, wenn ihr es braucht. Dafür sind wir da, auch für die Profis, die gewisse Filme ganz kurz geschnitten haben müssen. Machen wir fertig, wenn die Timeline stimmt, wenn ich nicht suchen muss, den Schnitt suchen muss. Wie gesagt, bei einigen ist das so. Aber ich habe jetzt bis jetzt sehr viele Schauspieler hier gehabt für E-Casting und Showreels fertig zu machen. Und es hat wunderbar geklappt. Wir haben auch viele E-Castings hin in Green Room gemacht. Ne? Also ich biete es euch halt nochmal an für E-Caster, die also E-Casting brauchen. Vor allen Dingen die Filmhochschule in Bochum, ja, die 70% arbeiten müssen und 30% studieren. Das finde ich super toll. Die müssen echt was herstellen, echt was machen. Es gibt ja auch Film- bzw. Schauspielfakultäten, wo man Schauspiel studiert, aber nicht irgendwie handwerklich unterwegs ist. Die haben es nachher schwieriger. Also die handwerklich unterwegs sind in der Dramaturgie, in der Regie und auch in dem Schauspiel selbst, in den Figurenauslebungen. Ich sehe ja jetzt momentan Netflix, die amerikanischen Serien, kann sagen, dass da wirklich viele wunderbar arbeiten, wunderbar vor den Kamera arbeiten. Man merkt nicht, dass die Schauspieler, sie kommen wirklich gefühlsmäßig rüber. Sie arbeiten verdammt gut. Auch im Hintergrund bleiben sie professionell. Denn im Hintergrund, wo die Kamera nicht scharf ist, muss man ja auch agieren. Das muss man ja auch können. Man kann jetzt nicht einfach stehen, warten, bis die Kamera leer ist. Geht nicht. Also man muss da hinten auch arbeiten. Man muss da hinten auch irgendein Thema erarbeiten. Auch wenn vorne die Hauptakteure arbeiten. Das ist halt so. Das ist ja nun mal die Schauspielerei. So, und jetzt ende ich mit diesem Beitrag. Nein, es hat, heute wirklich, ich meine, die ersten 9 Tage hier im neuen Jahr, die waren so fantastisch, dass ich jetzt, wie gesagt, die Kamera ausmachen muss. Ich muss mich beruhigen, weil es war schön. Ja? Die Auftragswelt war schön, es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Auch die Leute irgendwie, ob das an der Luft liegt, weiß ich nicht, in ziemlich klarer Luft. Sonne lachte, es war sehr kalt, 16 Grad, ist nicht gerade warm, aber irgendwie war okay. Wir hatten Langläufer schon wieder da, die Eis wieder oben, letztes Jahr am Tine. Ja, ist so. Ich finde es toll, weil für die Langläufer machen wir die Karten fertig, die sie dann tragen, die Nummern. Und top, also ich finde es top, was hier so zwischenzeitlich so abgeht. Ja. Ich hoffe, dass das Jahr wirklich wunderschön wird, das 18. Jahr nach 2000. Ja, mehr wie anbieten kann man nicht. Mehr wie Spaß haben kann man auch nicht. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Hoffnung, mehr braucht man nicht. Und ich hoffe, es klappt auch wirklich alles. Ich freue mich wirklich schon auf Han Solo. Ich freue mich wirklich auf den Falken. Ja? Die Innenaufnahmen, die Außenaufnahmen vom Falken. Das Gesamte vom Falken, wie der Falke arbeitet, ist ja nun mal ein Frachter an sich und ein Schmuggler nachher erst und wie die da die 12 Parsec, also das Rennen sich liefern, dass er innerhalb von 12 Parsec das schafft und so. Also ganz bestimmt. Also Lego hat ja schon den Falken, den neuen uns gezeigt, viel heller, ist ja auch neuer gewesen. Han Solo hatte ihn ja dann schon und er war ja schon durch die Imperial-Einheiten angegriffen und ein bisschen lediert und alles. Also jetzt sehen wir halt einen ganz, ganz neuen Falken und Lego zeigt demnächst einen Trailer, dann werden wir den noch sehen. Und ob wir den einkaufen werden, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie teuer der ist, der Falke. Ich habe ja alles verkauft. Ich meine, den Falke 7 ist jetzt weg. Der uralte Falke aus den 70ern, aus den 80ern, der ist nicht mehr da. Ich habe noch 2 ATs da stehen. Die sind aber neu, also neu aufgelegt in den 90ern, die sind also nicht so interessant, die zusammen. Wir brauchen das, wie gesagt, nur für die Kulisse. Ich fand es auch vorhin toll, wie die Jugendlichen da wieder mit ihren Schwertern unterwegs waren. Ein blaues, ein rotes. Und ja, also so schlecht ist Star Wars nicht. Star Wars war an sich noch nie schlecht. Es gibt noch mal welche, die leben in 4 bis 6 Ende, kann man nichts ändern. Andere leben halt in 1 und 3.
Andere mögen jetzt das neue 7-3A, also 7 Rogue One und 8. Also wie gesagt, Star Wars ist unendlich. Man kann darüber philosophieren, man kann Star Wars ablehnen. Ja, wenn man mehr. Also wir sind hier immer noch alles Mögliche. Wir sind halt Filmfiguren, Theater, das macht viel Spaß. Ich überlege gerade, ja, ihr fragt ständig, aber unter uns, was soll ich für eine Website machen? Ich meine, wir unterhalten uns bei Facebook. Jetzt über, was soll man, ja, wer hat denn noch Interesse? Ich meine, Funwerk, geht nach Funwerk, lest da zum Beispiel. Ja, jetzt extra einen Shop aufmachen. Ich finde das unheimlich lustig, sagen wir mal in Japan oder China einkaufen und dann hier verkaufen, also online einkaufen, um online zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich habe auf meine Figur gewartet, die ist nicht gekommen. Morgen früh wird da wieder ein Rufzeichen sein oder was, keine Ahnung, wenn ich Glück habe, kommt die morgen früh, die Figur. Das ist nämlich ein Scarif von Hasbro, den wollte ich euch gerne vorstellen. Kann ich euch leider nicht vorstellen. Es schellt auch keiner oder so, hat schon mal jemand hier geschellt, ist klar. Aber ja, so ich mache, ne? Wenn die nicht schellen, muss ich da durch. Also, meine lieben Freunde, ich wünsche euch weiterhin ein frohes neues Jahr 2018 etc. pp. Seid uns treu, Ultra DWIP TV, Sammelfiguren TV und Sondersender NRW TV. Ja, so ist er nochmal. Ne? Wir produzieren wie die Weltmeister. Jetzt hole ich mir was zum Futter und dann Rosenheim Cops. Schaue ich mir an. Mal schauen, was wieder los ist da bei den Rosenheim Cops. Und dann kommt Hubert im Staller einen Tag später.